Achtung, bei diesem Video handelt es sich um ein mehrteiliges Was-wäre-wenn im Hörspiel-Style, also quasi eine Fanfiction und hat somit auch nichts mit den Geschehnissen der Filme zu tun. Aber was wäre eigentlich, wenn Darth Plagueis Darth Sidious getötet hätte? In Die Rache des Sith erfahren wir von Kanzler Palpatine von einem Sith-Lord mit dem Namen Darth Plagueis, welcher einst von seinem eigenen Schüler im Schlaf ermordet wurde. Dieser war er selbst und laut Legends wissen wir auch, dass Palpatine Plagueis nicht wirklich im Schlaf ermordete. Eigentlich füllte Palpatine Plagueis in der Nacht, als er zum Kanzler gewählt wurde, mit Alkohol ab. Und ja, wenn ihr die ganze Geschichte dazu hören wollt, dann klickt doch hier einfach rechts oben in die Infokarte. Wir nehmen nun aber an, dass Plagueis dieses Vorhaben in seinem Schüler schon früher gespürt hat. Plagueis befindet sich in seinem Labor auf Moonlist, als sein Schüler Sidious die Treppen zu ihm runtergeht. Gemeinsam stehen sie vor Plagueis neuestem Experiment. Ein Körper eines männlichen Sebreks mittleren Alters mit den Gliedmaßen eines Wookies. Am Leben und zusammengehalten durch die Macht der Midichlorianer, welche Plagueis versucht zu manipulieren, was ihm teilweise auch gelang. Er will damit testen, ob man die physische Stärke der Wookies irgendwie brauchbar auch auf andere übertragen kann. Sidious stellt sich neben Plagueis, doch dieser dreht sich um und geht ein paar Schritte zurück. Du bist so leicht zu durchschauen, dummer Schüler. Noch bevor Sidious ein Wort sagen kann, trifft ihn schon eine geballte Ladung an Machtblitzen, welche ihn zu Boden werfen. Deine Gefühle haben dich verraten, hast du nichts gelernt. Plagueis feuert weiterhin Machtblitze auf seine Schüler, welcher sich auf dem Boden vor Schmerzen hin und her windet. Die Sonne beginnt sich am Horizont von Moonlist zu erheben und bringt etwas Licht in Plagueis Labor. Die Prozedur des Sith Lords erstreckt sich über die gesamte Nacht. So lange, bis Palpatine sich nicht mehr bewegt und sein Körper nun regungslos am Boden liegt. Er ist tot, dieser Narr. Denkt sich der Moon und muss dabei lächeln. Alles läuft nach Plan. Plagueis geht ein Stockwerk tiefer. Körper von toten humanoiden Spezies hängen von den Wänden. Der Geruch von Verwesung liegt in der Luft. Der Sith schlendert einen langen Gang entlang, mit Sidious Körper über der Schulter. Nur wenige Kerzen erleuchten den Weg und Plagueis geht immer weiter, bis in die Dunkelheit komplett verschlingt. Juvit Consota, sprach der Sith. Und plötzlich wird es hell. Riesige blaue Flammen, welche in konischen Gefäßen von der Decke hängen, erleuchten den Raum. Es ist wie eine riesige Kuppel, nur dass es sich unter der Erde befindet. Die Wände sind aus Stein. Über die Jahrtausende sind sie brüchig geworden und mit Moos bedeckt. In der Mitte der Höhle befindet sich ein Schrein, schon fast ein Altar. Und es scheint so, als ob Reflexionen der Fackeln ihr Licht in diesen Punkt konzentrieren würden. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Sagt Plagueis und geht in sachten Schritten auf den Altar zu. Er steigt die Stiegen empor und legt Palpatines Körper auf die Fläche des wahrscheinlich jahrtausende alten Sith-Artefaktes. Der Moon geht ein paar Schritte zurück, fällt auf die Knie und beginnt Wörter aus einer altvergessenen Sith-Sprache zu murmeln. Aridwonska Krotu Taral. Er wartet ein wenig, bis er sich wieder erhebt und auf den Altar blickt. Doch nichts ist geschehen. Er fällt erneut auf die Knie, spricht dieselben Sith-Laute erneut. Doch diesmal betont er sie etwas anders. Doch wieder tut sich nichts. Ich bin so nah dran! So nah! Ruft Plagueis in Rage, als er daraufhin erneut in voller Lautstärke die bereits bekannten Sith-Zeilen herausbrüllt. Die Höhle erleuchtet im grellen Licht, als Plagueis eine tödliche Ladung an Machtblitzen aus seinen Fingerspitzen entfesselt. Nicht unbedingt, um ein Ziel zu treffen. Er sucht irgendetwas, mit dem er seine innere Wut rauslassen kann. Er wirbelt mit seinem Armen wild herum und erschafft eine Art Strudel aus dunkler Energie, Machtwitzen und reiner Wut. Bei klarem Verstand ist Plagueis schon lange nicht mehr. Die dunkle Seite hat schon längst Besitz über ihn erlangt. Die Dunkelheit seiner Taten sind auf so hohem Niveau und so stark konzentriert, dass die Auswirkungen auf den ganzen Planeten sichtbar werden. Rötliche Wolken haben den Himmel verdunkelt. Regen fällt in unheimlichen Massen. Und im Sekundentakt schlagen tödliche Blitze auf die Oberfläche von Moonlist ein. Mehrere Minuten dauert Plagueis Wutanfall an, bis er sich wieder beruhigt
und erschöpft zu Boden sinkt. Die Rage des Sith Lords hat die Höhle so sehr zugerichtet, dass die Wände Schaden davon getragen haben und brüchig wurden. Die Folge daraus war, dass Wasser von der Decke in den antiken Raum eindrang und nur langsam, Tropfen für Tropfen, zu Boden fällt. So trifft auch einer dieser Tropfen unseren Sith Lord, welcher dadurch wieder zu Bewusstsein kommt. Stöhnt er und kämpft sich wieder hoch. So ganz realisiert, was passiert war, hat er noch nicht, als er den Altar den Rücken zukehrt und in Richtung Ausgang geht. Schritt für Schritt schleppt er sich in Richtung des Ganges, durch den er den Raum auch betreten hat. Doch jeder Tritt kostet ihm mehr Kraft. Plagueis wird immer schwächer, bis er langsam zu Boden sinkt. Ein heimtückisches Lächeln erfüllt den Raum, die Lichter flackern. Mit aller Kraft versucht Plagueis sich umzudrehen, aber hinter ihm ist nichts. Macht es erneut und die bläulichen Flammen, welche in den Gefäßen von der Decke hängen, beginnen plötzlich emporzusteigen. Ungebändigt füllen sie beinahe den gesamten Raum aus, bis sie sich in der Mitte beginnen zu sammeln und eine Gestalt bilden. Es ist Darth Sidious. Plagueis nahm seine gesamte Kraft zusammen und ließ einen Machtschrei aus, welche die Welt noch nie gesehen hat. Die Augen des Sith Lords glühen und aus seinem Rachen schoss es Machtblitze, mit der Kraft, um hunderte Menschen augenblicklich zu Asche werden zu lassen. Diese Manifestation aus Schall, Blitzen und reiner dunkler Energie kollidiert mit den blauen Flammen in der Mitte des Raumes, was zu einer fürchterlichen Explosion der dunklen Seite führt. Zu viel für die Mauern des alten Sith-Artefaktes, welche daraufhin beginnen einzustürzen und somit Plagueis unter tonnenschwerer Steine begraben. So, dieses Was wäre wenn ist irgendwie zu einer Art Hörspiel und bei weitem ausführlicher als geplant geworden, weshalb ich mir dachte, dass ich es einfach in mehrere Parts aufteilen werde. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob es euch bis jetzt so gefällt und wie ihr meint, dass die Geschichte weitergehen soll. Wenn ihr hier rechts klickt, kommt ihr zum zweiten Part des Was wäre wenns und links findet ihr ein Video, welches ähnlich aufgebaut ist wie dieses hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.